Nummer 10, Take 6. Das ist Albrecht Meyer, Vertreter einer neuen Generation von Klassikstars. Sein Instrument, die Oboe. Exquisiter Ton, schwierig bis beinahe unmöglich zu spielen und immer etwas zu basteln. Take 11. Hauptberuflich spielt Meyer erste Oboe bei den Berliner Philharmonikern. Beethoven, Eroica. Mal hören, was der Chef über ihn sagt. Und auf einmal hat man einen der größten Oboisten unserer Zeit oder vielleicht sogar aller Zeit. Nummer 22. Ich kann später mal am Flughafen arbeiten. Vom Allerbesten wollen natürlich auch die Chinesen lernen. And oh, try. Oh, it's not. Meyer will seine Musik einem möglichst großen und möglichst neuen Publikum nahebringen, Schwellenängste abbauen. Da spielt er schon mal Open Air, im Restaurant oder vielleicht demnächst auf ihrem Geburtstag. Bitte begrüßen Sie den gefeierten Albrecht Meyer. Herr Meyer, große Freude, Sie hier zu haben. Ich meine, der Simon Rattle ist vielleicht ein bisschen befangen, weil er ist der Dirigent der Philharmoniker. Mein Chef. Ihr Chef, Ihr direkter Chef. Aber wie geht das runter, wenn der einer sagt, er ist der größte Oboist der Welt, vielleicht aller Zeiten? Zuallererst muss ich anfangen, alle Geburtstagseinladungen kann ich bitte in Zukunft nicht annehmen. Vielen Dank. Bei meiner eigenen Familie natürlich sehr gerne. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Ja. Es ist so, diese Superlativen, wir leben ja in einem Zeitalter der Superlativen. Yeah. Es gibt ja nicht den Gitarristen, den Theorbisten, den Geiger. Es gibt ja nur noch Star-Geiger und Star-Sopranistinnen. Und die beste Milch und das beste Bier. Wir wissen, dass es nicht so ist. Insofern, wenn Simon als mein Chef, den ich wirklich sehr, sehr schätze, das sagt, ist es für mich ein großes Kompliment, aber ich bin einer von vielen. Aber darf ich das mit dem Geburtstag noch mal aufgreifen? Sie hatten ihn schon eingeladen, oder? Noch, wie? Nicht. Ja, ja. Noch nicht? Wir wollten das nach der Sendung besprechen. Weil Sie sich eben so verständnisinnig angelacht haben. Ich habe ihn bedauert bei dieser Mitteilung, also, dass er jetzt... Ich hatte verstanden, Sie haben ihn beigebracht. Ich habe tatsächlich sehr Ja, da kommen wir dann. Das machen wir nachher. Aber das Gerücht ist ja eigentlich ein anderes, nämlich, dass man Sie zu Geburtstagen engagieren kann gegen Geld. Ist das korrekt oder ist das einer dieser furchtbaren Übertreibungen? Das war noch nie der Fall. Allerdings, mein Agent hat natürlich gewisse Prämissen, die er zu erfüllen hat. Und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, beim Schwager von Alexander eingeladen zu sein, vor 1986. Das ist auch wieder 22 Jahre. Vor 22 Jahren. Darf ich nur, weil wir nicht so, vielen von uns das nicht so geläufig ist. Schwager meint der Fürst von Thurn und Taxis? Genau, der Fürst von Thurn und Taxis. Da waren Sie eingeladen. Genau, war ich eingeladen damals und durfte auf dem Schloss Emmerham in Regensburg spielen. Da haben wir uns kennengelernt zum ersten Mal. Und das war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Wenn es so etwas ist, komme ich natürlich sehr gerne. Da war Mick Jagger da mit Jerry Hall damals noch. Das war sehr nett. Großartig. Gibt es in der Popmusik Songs, in denen die Oboe eine wichtige Rolle spielt? Es gibt natürlich sehr berühmte Songs, die schon ein bisschen älter sind. Erstmal muss ich natürlich ausholen, in der Filmmusik ist die Oboe quasi das wichtigste Instrument überhaupt. Also immer wenn Sie im Kino sind und Sie hören eine emotionale Melodie, ist entweder Oboe oder Englischhorn, immer. Entweder tief traurig oder wahnsinnig bewegt oder Liebe. Roger Willemsen nickt. Ja, ja, ich weiß, was Roger nickt. Ja. Ja? Okay. Aber Beispiel, ich will nicht vorbei. Sag mal ein Beispiel. Also ich kann jetzt sagen, der englische Patient zum Beispiel hat ein Oboen-Motiv. Okay. Aber ich dachte gerade an den berühmten Popsong, aber das darf ich wahrscheinlich nicht, weil ihr sonst enttäuscht seid. Welches? Sonny and Cher. I got you, babe. Aber es gibt noch was, was eigentlich noch... Jetzt sind wir gespannt. Moment. Ja, Beatles. Nee. Doch auch. So ein komischer Name. Beatles. Ach so, Beatles ist auch komisch. Ja. Aber okay. Welcher Beatles-Song ist das? Welcher Beatles-Song? Das ist... Jetzt muss ich überlegen. Aber es gibt eine Oboe bei den Beatles. Und zwar in einem dieser richtig klassisch arrangierten. So wie kommt, helft mal. Ulrike? Alle grübeln hier. Wir sind noch intern. Okay. Ne? Wunderbar, das lösen wir hier nicht auf. Aber, wir halten an. Aber welchen Song meinen Sie? Herr Böttger kam vorhin zu mir und sagt so, kennen Sie diesen Song von Tanita Tikaram? Ja.
Ja. Twist 90s. In my sobriety. Hey, oh, yeah. Dreh dich in meiner Nüchternheit. Das ist gut. Tolle. Und? Könnten Sie das? Sollen wir nochmal anspielen? Wirklich? Das wäre wunderbar. Letzte Frage, die ins zum Innersten führt, ja, weil wir nachher mit Roger Willemsen reden und da geht es um einen Knacks. Es heißt, Sie hätten als Kind Sprechschwierigkeiten gehabt, Sie hätten gestottert. Mhm. Irgendwann habe Ihr Vater Ihnen dieses Instrument gezeigt und gesagt, spiele es, versuch dich daran. Mhm. Und da hätten Sie so ein Selbstwertgefühl aus diesem Instrument gewonnen, dass eigentlich die Geschichte von Albrecht Mayer da erst entstanden ist. Absolut. So eine richtige Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. Was viele Leute unterschätzen und nicht wissen, ein Stotterer bleibt immer ein Stotterer. Also bis an sein Lebensende, auch wenn er sich angewöhnt hat, flüssig zu sprechen. Mhm. Und er kennt auch andere Stotterer sofort nach einer Millisekunde. Es gibt also so kleine Verhaltensweisen, kleine Hilfen, kleine Brücken, kleine Atemgeschichten, die man macht. Und natürlich hat man damals angenommen, mein Vater war Kinderarzt und Maler. Wie Roger Willemsens Vater. Wie sein Vater. Mhm. Und er hatte natürlich auch damals die Theorie, ja, Blasinstrumente helfen, wenn man Schwierigkeiten hat zu sprechen. Normalerweise ist es ja keine physische Geschichte, sondern eher eine psychische Geschichte. Insofern, gut atmen ist wichtig. Aber das wird ja alles vom Kopf gesteuert. Und die Oboe hat mir eigentlich erst dieses Selbstbewusstsein gegeben. Ich war vielleicht ein lautes Kind. Ich war ein Kind, wo man gesagt hat, naja, ganz schön schwierig, dieses Kind. Bei meinem Bruder ist immer, ach, so ein Lieber, so ein hübsches Kind. Das hat man von mir nie gesagt. Und erst mit der Oboe, komischerweise, habe ich mich sozialisiert. Da kam irgendwie dieses Gefühl, naja, irgendwas kann ich doch. Mhm. Irgendwas gefällt den Leuten und das hat mich verändert. Deswegen ist das sehr schön ausgedrückt von Ihnen.